Guten Morgen, willkommen in der Volksbühne. Fünfte Konferenz, das ist Netzpolitik. Mein Name ist Klaus Dörr. Ich bin verantwortlich seit Mitte April für Wohl und Wehe der Volksbühne. Die meisten von Ihnen haben wahrscheinlich mitbekommen, wie die Vorgeschichte ist. Nach 25 Jahren Frank Castorfs Intendanz, 8 Monate Intendanz Chris Derkon, der sehr frühzeitig wieder aufgegeben hat. Ich habe die Veranstaltung geerbt, im positiven Sinne, worüber ich mich sehr freue. Und ich kann auch an der Stelle schon sagen, ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr wieder. In nachbarschaftlicher Verbundenheit. Jetzt lese ich ein bisschen ab. Netzpolitik.org berichtet seit 14 Jahren über gesellschaftliche Fragestellungen der Digitalisierung, und zwar aus einer zivilgesellschaftlichen Perspektive mit klarer und transparenter Haltung, immer aus Sicht von Grundrechten im digitalen Zeitalter. Die Themen, die dort eingeordnet, kommentiert und diskutiert werden, klangen vor Jahren für viele Menschen noch wie Latein und tun es für einige, zu denen gehöre ich leider auch, sicher immer noch. Uploadfilter, Staatstrojaner, Vorratsdatenspeicherung, Netzwerkdurchsetzungsgesetz, Netzneutralität, YouTube, Facebook und was dergleichen mehr ist. Nicht erst die Snowden-Enthüllungen haben gezeigt, wie relevant diese Debatten sind. Aus einem Blog als Nebenprodukt mit aktivistischer Motivation, das einen Knotenpunkt im Netz binden wollte, ist mittlerweile eine journalistische Redaktion mit 16 Personen geworden. Finanziert wird Netzpolitik.org dabei fast ausschließlich über freiwillige Leserfinanzierung. Honoriert wurde das nicht nur durch zahlreiche Auszeichnungen wie dem Grimme Online Award, sondern auch durch Ermittlungen wegen Landesverrat, die einen großen Wirbel verursachten. Und bereits zum 5. Mal lädt die Redaktion zu, das ist Netzpolitik-Konferenz ein, in diesem Jahr zum ersten Mal in der Volksbühne und in Kooperation mit uns, wie bereits erwähnt, hoffentlich nicht zum letzten Mal. Die Idee der ersten Konferenz war ursprünglich, den 10. Geburtstag von Netzpolitik.org zu feiern. Aber bereits bei der ersten Ausgabe war klar, dass ein jährliches Treffen der digitalen Zivilgesellschaft produktiv und sinnvoll ist, sich über aktuelle und zukünftige Debatten zu informieren und vor allem sich auch einmal im Jahr offline zu treffen, sich zu vernetzen und das Netz zu verlassen. Einer der vielen Schwerpunkte der Konferenz in diesem Jahr ist die Frage, welche Rolle Berlin im digitalen Zeitalter spielen wird. Was vor allem heute sichtbar wird, ist die Erkenntnis, dass Berlin über eine sehr aktive digitale Zivilgesellschaft verfügt, die viele wichtige Fragen stellt. Diese Fragen spielen auch für uns im Theater eine Rolle, stecken aber noch sehr in den Kinderschuhen. Man sieht, dass es kein WLAN im Haus gibt, das muss da extra installiert werden, was auch in der Kunstproduktion auf uns zukommt, in der Frage von Digitalisierung, ist, glaube ich, zurzeit noch nicht mal im Ansatz im Bewusstsein. Während die Volksbühne im analogen Raum in ihrer Geschichte immer schon ein öffentlicher Raum war, an dem politische und gesellschaftliche Debatten ausgetragen wurden, ist Netzpolitik.org ein solcher Ort im Netz. Heute verbinden wir beides zu einer Kooperation und stellen die Fragen, wie Öffentlichkeiten im Netz gestaltet werden sollen und wie digital eigentlich Berlin über das Image hinaus ist. In diesem Sinne, fight for your digital rights. So, guten Morgen. Jetzt muss ich erstmal wieder hier rumschalten. Der Monitor ist wieder aus. Muss ich hier irgendwas machen oder? Jetzt läuft doch gerade eigentlich ein anderes Video. Ach so, das andere Video läuft gerade. Okay. Ganz vergessen, dass wir noch ein Video hatten. Tut mir leid. Ja, nein. Irgendwo gibt es hier einen Wackelkontakt. Ich bewege mich am besten gar nicht mehr. Ja, vielen Dank fürs Kommen. Ich freue mich, dass so viele Menschen gekommen sind. Als wir
die Pläne hier begonnen haben, hatten wir so ein bisschen Panik, ob wir überhaupt diese große Bühne füllen können. Ja, die letzten ein, zwei Tage hatten wir eher Panik, ob wir zu frühzeitig ausverkauft sind. Irgendwas dazwischen bewegt sich gerade. Soll ich meinen Rechner rumdrehen, damit ihr drauf schauen könnt? Oder? Ja, Technik, die begeistert. Wahrscheinlich liegt es an meinem billigen USB-C nach sonst wie Adapter. Na. Irgendjemand hier mit Problemen bei epileptischen Sachen und so? Bitte weggucken. So, jetzt die große Frage. Funktionieren teure Produkte besser als günstige? Okay, es liegt nicht an den Adaptern. Haben wir das Problem mal gelöst. Ich fange mal weiter an. Also einer der Schwerpunkte in diesem Jahr auf dieser 5. Netzpolitik-Konferenz ist halt die Frage, wie gehen wir mit den neuen Öffentlichkeiten im Netz um? Wie schaffen wir eine grundrechtsfreundliche Regulierung? Wir freuen uns deshalb, dass wir hier in der Volksbühne sein dürfen, ein Ort, auf den wir immer runterblicken, also rein physisch, unser Büro ist hier um die Ecke, beziehungsweise gerade können wir nicht mehr runterblicken, weil SOKAMP hat ein großes Hochhaus dazwischen gesetzt, das hier hinter steht, aber noch nie war so nah eine Veranstaltungslocation von uns. Wir haben trotzdem Autos gemietet, um das Zeug rüberzubringen. Ja, wieso kommt da jetzt nichts? Okay, ich habe hier lauter lustige Folien. Günter Oettinger konnte leider nicht kommen. Wir haben schon vor über einem halben Jahr einfach mal die halbe Bundesregierung angefragt, nämlich alle, die irgendwie für Digitalisierung zuständig sind, und haben uns mal gefragt, wie reagieren die eigentlich, wenn wir sie einladen, sich uns mit uns in Dialog zu setzen auf einer Bühne. Ihr könnt euch das vorstellen, wir haben eigentlich von fast allen eine Absage bekommen. Ich sage von fast allen. Andi Scheuer hat sich nicht gemeldet, der war wahrscheinlich nur am Funkloch. Wir haben aber gleichzeitig auch die Landesregierung in Berlin angefragt und wir sind ganz glücklich, dass wir zumindest zwei der drei Bürgermeister bekommen haben und der Oberbürgermeister hat seine IT-Verantwortliche geschickt oder schickt sie noch im Laufe des Tages, Sabine Smentek, um halt ja, mit allen dreien, Klaus Lederer, Ramona Popp und Sabine Smentek, über verschiedene Aspekte der Digitalisierung in Berlin zu diskutieren. Das Wetter oder der Wetterbericht heute zeigt auch ein bisschen die Situation, wie sie im Netz ist. Früher war Sonnenschein, heute Morgen ist Sonnenschein, im Laufe des Tages soll es sich ein bisschen verändern. So sieht leider auch die Situation im Netz aus. Es gibt eine ganze Menge Leuchttürme, die wollen wir hier auch highlighten und das schöne, freie, offene Internet feiern, aber es gibt auch viel Grund zur Sorge. Es geht in vielen Themen nicht mehr um die Frage, ob reguliert werden soll, sondern es geht nur noch um die Frage, schaffen wir es bei einer Regulierung, Grundrechte, Verbraucherschutz, Verbraucherrechte zu verankern und zu schützen. Und wir machen auch immer diese Konferenz als Weiterbildungsprogramm, aber auch, um einen Einblick in aktuelle und zukünftige Debatten zu bieten und um euch zu motivieren, selbst aktiv zu werden, weil eine lebenswerte digitale Gesellschaft schafft sich nicht von selbst, sie schafft sich oder lebt davon, dass wir uns einmischen. Und wenn wir uns nicht einmischen, dann mischen sich andere ein, die andere Interessen vertreten. Vor 14 Jahren ist Netzpolitik.org in seiner jetzigen Version erschienen. Damals waren wir ganz froh, wenn irgendwie ein netzpolitisches Thema einmal im Monat im Bundestag drankam. Heute sind wir froh, wenn ein Ausschuss im Bundestag mal nicht über ein netzpolitisches Thema berichtet, weil wir dann weniger überblicken müssen. Es gibt auf einmal eine Vielzahl an Kommissionen. Also Angela Merkel hat nach 13 Jahren Kanzlerschaft festgestellt, dass die Digitalisierung bleibt. Und jetzt gibt es so ein bisschen hektisches Datenethikkommission, Digitalrat, Enquete-Kommission. Das sind nur drei oder die drei bekanntesten einer Vielzahl an Kommissionen der unterschiedlichen Ministerien, die irgendwie jetzt gerade die digitale Welt entdecken. Nicht nur auf Bundesebene, auch auf Landesebene, das ist der Hessische Digitaler Ethikrat. Man findet die Frauen und man findet die beiden Quotenjugendlichen. Der Rest ist eher älter. Ich freue mich, dass wir hier so zumindest in diesem Hessischen Digitalrat ein kleines Gegengewicht haben. Wir haben gestern mal durchgezählt. Wir haben, ich glaube,
44% Frauenanteil auf der Bühne und 56% eher Männeranteil. Und wenn man sich das Publikum anschaut, haben wir auch 20 Jahre jüngere Durchschnittsalter und vor allen Dingen viel, viel mehr Frauen, die über Digitalisierung diskutieren, als in Hessen die Regierung das möchte. Kommen wir mal ein bisschen mehr zu den Themen. Breitbandausbau läuft wie immer, also gar nicht. Andi Scheuer eröffnet jetzt mittlerweile fast jedes neue Funkzelle mit Journalisten. Das war eine journalistische Butterfahrt, wo unser Thomas Rudel, also ihr könnt ja gar nicht sehen, könnt ihr ja gar die ganzen schönen Folien nicht sehen, na gut, dann. Es gab eine journalistische Butterfahrt, wo halt Andi Scheuer Journalisten eingeladen hatte und die halbe Netz-Hauptstadtpresse fuhr dann im Bus nach Brandenburg, um irgendwie eine Funkzelle für 300 Leute, die dort wohnen, irgendwie einzuweihen. Wahrscheinlich läuft das so weiter, weil mit 5G wird das noch viel lange dauern. Der Breitbandausbau ist total bürokratisch, passiert halt relativ wenig. Dafür passiert relativ viel auf einer anderen Ebene. Jetzt könnt ihr hier unser schönes neue Mach dich nicht zum Horst Mauspad leider nicht sehen, was wir draußen in einer limitierten Auflage anbieten. Wir haben eine neue Gefahr und zwar durch Polizeigesetze. Polizeigesetze, Bayern ist hier das Musterpolizeigesetz gewesen. Polizeigesetze regeln auf Landesebene neue Überwachungsmaßnahmen für Polizeibehörden. What could possibly go wrong? Unter anderem gibt es dort eine drohende Gefahr, wo mit Überwachungsmaßnahmen und andere Sachen eingesetzt werden können, ohne konkreten Verdacht einer Straftat. Ja, da fühlt man sich total sicher, vor allem, wenn man in Sachsen wohnt. Aber was gut ist, es gehen in Deutschland wieder zehntausende Menschen auf die Straße für Bürgerrechte und gegen Überwachung. Das hatten wir seit bald 10 Jahren nicht mehr. Und wir freuen uns auch hier, einen Ort der Vernetzung zu schaffen. Und es gibt ein Treffen um 12 Uhr im linken Foyer. Jetzt weiß ich nicht, ob links da oder da ist. Also in einem der beiden Foyers gibt es ein Vernetzungstreffen. Ja, es gibt auch gute Nachrichten oder schlechte Nachrichten, je nach Perspektive. Hans-Georg Maaßen wird wahrscheinlich nicht mehr zukünftig Verfassungsschutzpräsident sein. Dafür wird er wahrscheinlich, möglicherweise, man weiß das alles nicht, wegen Bayernwahl und so weiter, demnächst Staatssekretär für Sicherheit werden. Er bekommt mehr Geld, er bekommt mehr Macht und kann eigentlich noch mehr den Überwachungsstaat an dieser Stelle im Innenministerium ausbauen, als er es als Verfassungsschutzpräsident vorangetrieben hat. Wir hoffen, dass wir nicht nochmal Landesverratsermittlungen durch ihn bekommen, wie vor 3 Jahren passiert. Andererseits war das auch eine sehr gute staatliche Image-Kampagne, für die wir im Nachhinein relativ dankbar sind, auch wenn wir auf den ganzen Stress hätten verzichten können und wollen. Neuigkeiten gibt es auch beim Staatstrojaner. Wie unsere aktuellen Recherchen zeigen, werden sie am liebsten bei Drogendelikten eingesetzt. Wer konnte das ahnen? Damals die Begründung war, dass sie nur für Terror, Mord und Totschlag genutzt werden sollen. Ja, das BKA sagt selbst, 50% aller Einsätze haben was mit Drogen zu tun. Das zeigt aber auch erneut, jede Überwachungsmaßnahme wird ganz schnell zweckentfremdet. Wie wir es eigentlich immer sagen und wie wir eigentlich jedes Mal hinterher sagen, told you so. Und im Namen von Sicherheit wird mit Staatstrojanern und dem System des Ausnutzens von Sicherheitslücken durch Behörden massive Unsicherheit geschaffen. Das muss man immer wieder sagen. Es gibt nicht mehr IT-Sicherheit mit Staatstrojanern. Ansonsten kriegen wir hoffentlich bald mal einen neuen Datenschutzbeauftragten. Im Moment sieht es danach aus, als ob irgendwie die Große Koalition Ulrich Kelber von der SPD wählt. Man weiß ja nicht, ob bis Ende des Jahres noch die Große Koalition da ist. Gewählt wird er, glaube ich, Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres. Wir sind dann ganz froh, dass Frau Vosshoff in Urlaub geht, in Rente geht. Man hat manchmal das Gefühl, das macht sie schon seit 4 Jahren. Aber wenn man sich nochmal anschaut, was passiert mit dem Verfassungsschutz, im Moment ist eine Verdoppelung der Stellen für den Verfassungsschutz in der Diskussion. Der soll doppelt so viele Stellen bekommen. Gleichzeitig haben wir Datenschutzbehörden, die Grundrechte besser schützen, die personell komplett klein gehalten werden. Eine unserer Forderungen ist, oder eine der Fragen, warum verdoppeln wir nicht einfach das Personal der Datenschutzbehörden stattdessen? Die schützen eher Grundrechte. Applaus
kommen wir zu einem anderen Thema. Auf EU-Ebene hatten wir uns gefreut, als es auf einmal überraschenderweise aus unserer Perspektive im Europäischen Parlament eine Mehrheit für die sogenannte E-Privacy-Verordnung gab, und zwar für eine E-Privacy-Verordnung als kleine Schwester der Datenschutzgrundverordnung, die Verbraucherrechte in den Mittelpunkt stellt, die beschlossen hatte, dass keine Datenverarbeitung ohne Einverständnis stattfinden soll. Einen einfachen Schutz vor Online-Tracking, Privacy by Default, das heißt, dass Datenschutz von Anfang an überall eingebaut werden soll, Grenzen für Offline-Tracking, das heißt, dass wir nicht mehr so einfach in Supermärkten überwacht werden und vor allen Dingen mehr Schutz vor staatlicher Überwachung. Das gefiel leider den Staaten nicht, das gefiel leider den Lobbys nicht, die sich für weniger Datenschutz einsetzen. Deswegen wird es wahrscheinlich nicht zu einer Verabschiedung dieser E-Privacy-Verordnung in dieser Legislaturperiode kommen, weil im Moment die Ratspräsidentschaft in Österreich liegt, Österreich sich dagegen wehrt, die E-Privacy-Verordnung irgendwie weiter zu verfolgen und nächstes Jahr Neuwahlen sind. Das heißt, alles bis Ende dieses Jahres wird wahrscheinlich nicht mehr durchkommen, was nicht bis dahin abgestimmt ist. Was aber sicherlich noch durchkommen wird, ist die EU-Urheberrechtsreform. Julia Reda wird später quasi live von der Front berichten. Es gibt eine ganze Menge Kritik an dem, was abgestimmt wurde, wobei es gibt auch noch eine ganze Menge Konfusion auch bei den dafür zuständigen Politikern, was überhaupt abgestimmt wurde. Es gab eine hektische Abstimmung mit hunderten Nebenanträgen, Änderungsanträgen. Das wird gerade noch alles zusammengepuzzelt. Aber klar ist, es werden, wenn das so weitergeht, und es sieht danach aus, wenn Axel Voss von der CDU mit diesem Votum des Europaparlaments in den sogenannten Trilog läuft, wo er hinter verschlossenen Türen dann mit Kommission und mit den EU-Staaten verhandelt, wird es nicht besser aussehen, sondern eher schlechter, als was das EU-Parlament abgestimmt hat. Es sieht danach aus, als ob es Upload-Filter zukünftig geben wird. Das heißt, Plattformen, die eine gewisse Größe haben, müssen dann Filter-Datenbanken installieren. Die Hoffnung der Befürworter ist, dass Google, YouTube, Facebook und Co. mehr Geld an die Künstler ausschütten. Das ist ein legitimes Anliegen. Wir sagen aber, Upload-Filter sind das vollkommen falsche Instrument dafür, weil sie viele demokratische Nebenwirkungen haben, wo wir das Gefühl haben, die Befürworter haben das nicht so ganz verstanden. Und es wird ein Leistungsschutzrecht geben, was ich ehrlicherweise nicht verstanden habe. Also, was das Leistungsschutzrecht genau soll, wie es denn jetzt zustande kommt, nach allem, was ich so mittlerweile dazu gelesen habe, und ich beschäftige mich echt lange mit dem Leistungsschutzrecht, ich habe nie so wirklich richtig verstanden, könnte es auch sein, dass wir zukünftig bei netzpolitik.org für jeden Artikel, den wir irgendwo verlinken, um unsere Leser zu einem anderen journalistischen Artikel zu bringen, dass wir dafür Lizenzgebühren zahlen müssen, was vollkommen absurd ist. Dann stellen wir das einfach ein. Ich weiß nicht, ob das dem Journalismus dann mehr hilft. Naja, Julia Reda wird darüber mehr berichten. Aber vor allen Dingen eine große Bedrohung kommt gerade von EU-Ebene. Das ist die Richtlinie zur Durchsetzung oder Richtlinie gegen Terrorismuspropaganda. Und das ist in etwa das, wovor wir immer gewarnt haben. Das ist Zensursola auf einem anderen Netzlayer. Da geht es darum, dass behördliche Löschanforderungen innerhalb von einer Stunde umgesetzt werden müssen. Das heißt, hier haben wir noch ein viel krasseres Regime an Upload-Filtern, was Plattformen einbauen müssen, auf wenn da eine Behörde ankommt und sagt, sie müssen das einbauen, dann muss man das einbauen. Also jedes kleine Forum, wo halt dann mal die Polizei sagt, sie brauchen Upload-Filter, ist verpflichtet, das einzubauen. Und das ist eine viel größere Zensurinfrastruktur als diese Upload-Filter bei Urheberrechtsverletzungen. Man stelle sich mal vor, also oder diese Upload-Filter funktionieren dann so, dass Sicherheitsbehörden Videos, Inhalte an eine Löschdatenbank melden und die wird dann automatisch mit den ganzen Plattformen verbunden, die dann diese Löschdatenbank bei jedem Upload abfragen müssen. Und jetzt stellt euch mal vor, rein fiktiv, wir haben zum Beispiel einen Verfassungsschutzpräsident, der hat im Internet ein Video gesehen, irgendwas mit Zecken, und er will das da raus haben, und anstatt zur Bild-Zeitung zu gehen, schickt er eine Löschanforderung an diese Upload-Filter-Datenbank. Wo sind da die demokratischen Kontrollen? Wie können wir verhindern, dass halt solche aus
der Perspektive eines Verfassungsschutzpräsidenten missliebige Inhalte nicht sofort in einer Zensurinfrastruktur landen. Das sind Fragen, hier geht es um Meinungsfreiheit, hier geht es um Offenheit, hier geht es um Demokratie. Und Uploadfilter, vor allen Dingen im Rahmen dieser Antiterror-Richtlinie, sind eine viel größere Gefahr für Meinungsfreiheit, als es das Netzwerkdurchsetzungsgesetz jemals war. Kommen wir weiter. Ein Schwerpunkt dieser Konferenz ist halt die Frage, wie gehen wir mit der Macht monopolistischer Plattformen um? Wie können wir sie grundrechtsfreundlich regulieren, um mehr Wettbewerb und Verbraucherrechte durchzusetzen? Es geht um Fragen, wie setzen wir welche Rechte wie durch gegenüber Facebook und Co.? Wie schaffen wir mehr Meinungsvielfalt, Dezentralität und Wettbewerb? Und vor allen Dingen, wie können wir offene und datenschutzfreundliche Alternativen fördern? Das sind Fragen, die sich in vielen Talks heute weiterentwickeln, beantwortet werden, diskutiert werden. Kommen wir mal zum Dank. Diese Konferenz wäre nicht möglich, einerseits durch die Kooperation mit der Volksbühne. Finanziell wird sie unterstützt von der Bundeszentrale für politische Bildung, Mozilla, Wikimedia Deutschland und dem Chaos Computer Club. Das freut uns sehr, weil wir selbst könnten sowas nicht finanzieren. Und das hat uns auch ermöglicht, günstige Eintrittspreise zu machen. Wir danken auch dem Chaos Computer Club Videoteam, die da oben sind, die gleich auch im Roten Salon sind, für die Videoaufzeichnung und Livestream. Wir danken allen, ich glaube 54 Sprecherinnen und Sprechern, die teilweise hier heute oder gestern eingeflogen sind, dass sie unserer Einladung gefolgt sind. Wir danken allen Helfenden, die uns ermöglichen oder mithelfen, hier für euch diese Konferenz auf die Beine zu stellen. Und wir danken auch euch allen fürs Kommen, weil anscheinend kommen, auch wenn hier der Raum noch nicht ganz gefüllt ist, im Laufe des Tages halt, wie gesagt, viel, viel mehr Leute, als wir es eigentlich erhofft hatten. Wir sind als Netzpolitik.org ein gemeinnütziger Verein, das heißt, wir sind auf Spenden angewiesen, wir sind fast hundertprozentig finanziert durch unsere Leserinnen und Leser, das ermöglicht uns eine große Unabhängigkeit, aber ja, wir können auch nur so gut wachsen, wie wir finanziell unterstützt werden und wir würden gern besser und mehr über gesellschaftliche politische Entwicklungen berichten, sie beobachten, einordnen und würden uns freuen, wenn ihr uns dabei unterstützt. Heute Abend feiern wir erstmal unseren 14. Geburtstag mit der Tanztrojaner-Party, mit hier diesem Badge, kommt ihr da kostenlos rein, wenn ihr es verloren habt, müsst ihr leider 5 Euro bezahlen, bis 24 Uhr danach 10 Euro. Wir haben Kommentarlesungen, wir haben eine Lesung von Zoe Beck über ihre netzpolitisch beeinflussten Bücher, wir haben das Netzpolitik-Quiz mit Konstanze, wir haben Konzert von Tobi, wir haben danach ganz viele DJs und ja, wir freuen uns darauf. Wir sagen immer, gibt niemals auf. Die Diskussionen, die wir hier führen, führen unsere Eltern in 5 oder 10 Jahren mit dem Rest der Gesellschaft. Wir müssen dann immer noch aktiv sein, ihnen das erklären, Händchen halten, immer wieder überzeugen und jeden Tag aufs Neue für unsere Grundrechte kämpfen. Insofern vielen Dank fürs Kommen, habt viel Spaß und ja, tschüss.